So, letztes Mal haben wir hier im Raum aufgehört, wo die Überwachungskamera für uns die Arbeit erledigt hat. So, jetzt untersuchen wir hier schnell ein bisschen weiter noch. Hier haben wir die Überwachungskamera noch. So, 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 so. So. So, die Kamera lassen wir hier mal stehen. Und weiter geht's. Was ist denn da? Achso, da können wir auch. Was steht denn da, da oben noch? Wir sind nur die Steine, die den Weg bereiten. Patrick, deine Schnecke ist ein Stein. Okay, ist ja egal. Oh, da vorne stehen ein paar rund um so ein brennendes Fass. Da kommen wir nachher sicher noch hin. So. Was haben wir denn da? Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich. Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Okay, Eleanor macht uns anscheinend Geschenke. Telekinese, endlich. So, ausrüsten. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. So, ja. Gut. Ja, ich weiß, wie Telekinese funktioniert. So, wie ihr seht, das sind immer so Glühwürmchen. Die können wir auch kaputt machen und dann entschweben sie den Himmel. So, hier ist noch ein Easter Egg. Und zwar, wenn wir hier die Rohrpoststeuerung aktivieren, dann... kommt da oben aus dem Rohr lauter Essen raus, nämlich Dosenfleisch. Essen. Uff. Hey, nein, warte, was war denn das? Das ist mir neu, dass da was anderes außer Dosenfleisch rauskommt. Was ist denn das? Dr. Holger, Allheilmittel, cool, okay. Okay, wir gehen jetzt schnell das Audio-Tagebuch da hinten holen. Den Weg brauche ich, glaube ich, gar nicht schnell. Wenn ich dort rüber kommen würde, verdammte Scheiße. Okay, dann eben nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Shootern kann man hier nicht so einen coolen Dodge-Jump machen, also so einen Ducksprung. Ne, wisst was ich meine? So, Dosenbrunnen noch essen. Dann laufen und laufen wir unten hin. So. So, Tagebuch aufgehoben. Hallo, Mr. Tonband. Wollen wir spielen? Ich bin gerade beschäftigt, Eleanor. Vielleicht später. Okay. Was dagegen, wenn ich dich in der Zwischenzeit auseinandernehme? Ich verspreche auch, ich baue dich nachher wieder zusammen. Was? Das geht doch nicht. Nein! Warte! Warte! Eleanor! Das geilste Tagebuch überhaupt. Eleanor hat die besten Audio-Tagebücher im ganzen Spiel, das sage ich euch jetzt schon. So. Wir laufen weiter und weiter und weiter und ich singe ein Lied, das es gar nicht gibt. Hey, cool, wo kommt denn das ganze Dosenfleisch her? So, okay, ist egal. Hier noch eine Eve-Spritze. Ah, Rob, vielleicht können wir die noch untersuchen. Nein, okay, geht nichts. So, gut, dann gehen wir mal rauf. Sie kennt den Weg. Sag euch, der ist jetzt an der Oberfläche drum und gibt Optes, den Popcorn-Desseret. Und wenn ihm einer Krupp kommt, baff, er hat einen Granatenschlag drauf. Was reden die da? Okay. Es ist manchmal echt interessant, denen zuzuhören. Also, das kann ich euch nur empfehlen, wenn irgendwo solches bei sind, ihnen zuhören und dann erst umbringen. So, scheiße, okay. Das war schlecht. Hat's da jetzt alle zerfetzt? Alter, wie brutal bin ich eigentlich?
Ich hätte nicht zurückgehen sollen. Ich bin nicht da. Scheiße. Hey, ich will da zurück. Mann, warum tue ich mir so schwer? Geht doch. Kannst du nicht mithalten? Bist du gerade runtergefallen? Geht doch. Mensch. Schwere Geburt. So. Normalerweise haut man die da einfach runter und das war's, aber ist ja egal. Undankbares Pack. Ohne mich gäbe es kein Rapture. Der Atlantic Express war von Anfang an die Lebensader dieser Stadt. Ryan hat seine erste große Stadtrundfahrt in meinem Prachtwaggon unternommen. Dann kam die private Tauchkugel groß in Mode. Innerhalb eines Monats waren meine Bahnhöfe verwaist. Die Stadt wuchs und schob den Atlantic Express aufs Abstellgleis. Okay, anscheinend diese Tauchkugeln, ich glaube, das sind die, die man auch in Bioshock 1 nutzt, haben praktisch den Atlantic Express, obwohl der voll cool ist, irgendwie verdrängt, aber in diesem Spiel werden wir ihn wieder nutzen. So, hier können wir jetzt die Tür aufmachen. Das ist das Tolle an Bioshock 2, dass man hier sich überall Abkürzungen aufmachen kann. So, gut. Was wollte ich jetzt machen? Haben wir in diesem Raum sonst noch ein Audio-Tagebuch? Ich glaube nicht. Warte, wo sind wir eigentlich? Okay, das... Gut. Ja, ich vertrödle immer so meine Zeit. Aber hier... Ratet mal, welcher Typ, der hier nach Rapture gekommen ist, hier gelegen hat. Genau, Mark Meltzer. Diese Menschen sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wunderdroge namens Adam. Ich habe das Wort Splicer gelesen, auf Wände geschmiert, wie eine Warnung. Einer von denen trieb mich in die Enge und... Himmel, sein Gesicht! Ich hatte eine Waffe, aber ich zögerte und dann... Dann hörten wir plötzlich beide diesen Singsang, wie aus dem Nichts. Und er ist abgehauen, als wäre der Teufel hinter ihm her. Es hörte sich an wie ein Kind, ein kleines Mädchen. Cindy ist am Leben. Das spüre ich einfach. Ja, was ihr natürlich gehört habt, war eine Little Sister. So, okay, ich würde sagen, wir gehen da gleich weiter, wenn es gehen würde, verdammt! Ja, ganz toll gemacht. Ja, Sophia Lampert, die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddy sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Ja. Okay, hier drin. Daher hat Mark Meltzer seine Matratze bekommen. So, ist ja egal. Wir gehen in die Cafeteria. Nachdem wir das gehackt haben. So. Krieg wieder ein bisschen Verbandskasten-Nachschub. So, hier gibt's einen Eve-Dispenser. Ist aber egal. Hier könnten wir das Black mit Telekinese wieder aufmachen, aber das machen wir gleich später. Und zuerst gehen wir noch in die Kantine. Und in der Kantine... Da gibt's... Weil ich habe einfach Hunger. Ich muss aufs Klo. So. So, ein bisschen trinken, ein bisschen saufen. Bin zwar eh schon so voll mit Dosenfleisch, aber ist ja egal. Irgendwie laggt das Spiel komisch.
Naja, das werde ich noch beheben, so. Falls eben so vom Ton her meine ich. Mumpf, Mumpf, Mumpf. Num, 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 num. Okay, wir sind da drin und da. Ja, jetzt kommen die Splicer natürlich. Da drin befindet sich ein Audio-Tagebuch, das hören wir uns das nächste Mal an. Tschüss.